Ihr habt Gläubigen ihre Obdach genommen. Das steht auf den Plakaten vor der beschlagnahmten Iman Ali Moschee. Heute Mittag werden sie vom Polizisten entfernt. Auch die Schura in Hamburg kritisiert die Schließung der blauen Moschee. Weil das für viele Menschen in Hamburg, für schiitische Muslime, aber auch für alle Muslime in Hamburg ein religiöses Zentrum, ein sehr, sehr markanter Merkmal der Stadt Hamburg war und ist. Ihr habt Gläubigen ihre Obdach genommen. Das steht auf den Plakaten vor der beschlagnahmten Iman Ali Moschee. Nein, wir haben nicht Gläubigen ihr Obdach genommen, mal davon ganz abgesehen, dass ich nicht davon ausgehe, dass in Hamburg die Muslime in der Moschee leben, aber egal. Ja, ich weiß, ich bin jetzt wieder mal albern, nein, ich weiß, wie das gemeint war. Aber gut, dann wäre ich mal ernsthafter. Wenn die das so sehen, dass eine Moschee von einem Verein, der Terroristen unterstützt, der verfassungsfeindliche Gruppierungen unterstützt, wenn die das als ihr Obdach betrachten, sagt das sehr viel aus. Aber diese Meldung, dass diese blaue Moschee endlich dicht gemacht wurde und dass tatsächlich gegen diese Leute vorgegangen wird nun. Das war eine Meldung, die ich nicht gehabt kommen sehen. Also ehrlich gesagt hatte ich gedacht, dass da die Politik verhaltener reagiert, gerade mal da unsere Innenministerin ja Nancy Faeser heißt. Und jetzt bin ich in der schwierigen Situation, dass Nancy Faeser aus der muslimischen Community von diesen Leuten, die jetzt rumjammern, im Aktuarium-Style. Unser guter Freund Aktuarium hat augenblicklich Erektionsstörung bekommen, als er das vernommen hat. Wir haben jetzt die Situation, dass ich Nancy Faeser vor dem Gejammer von solchen Aktuarium-Klonen verteidigen muss. Mir bleibt doch nichts erspart. Sagen wir es so, diese Aktion war viel hilfreicher als ihr hysterisches Symbolpolitik-Geschrei bei dieser Hamburg-Demo, wo sie gesagt haben, die müssen wir alle ausweisen. Wohl wissen, dass das Deutsche sind. Gut zu wissen, dass jetzt doch noch Taten folgten. Gestern Morgen stürmten hunderte Polizisten bei einer Razzia die blaue Moschee an der Außenalster. Das Bundesinnenministerium hatte ein Vereinsverbot gegen das Islamische Zentrum Hamburg ausgesprochen. 30 Jahre wurde die Moschee bereits vom Verfassungsschutz beobachtet. 30 Jahre. 30 Jahre haben die beobachtet, bis sie den Verein dicht machen bzw. den Verein verbieten. Also ich glaube, der Staat darf sich jetzt hier nicht vorwerfen lassen, dass er jeden sofort mundtot macht. Also diese Worte sind jetzt an diejenigen gerichtet, die hier einen Eingriff in die Religionsfreiheit sehen wollen und einen Angriff auf den Islam. Da wird ein Verein, der Terroristen unterstützt, der andere Extremisten unterstützt, nach 30 Jahren Beobachtung endlich verboten. Und ja, es ist klar, die Typen, die sie jetzt aufregen, das sind getretene Hunde, die gerne jaulen, ist schon richtig. Das Schlimme ist, dass deren Argument dadurch, dass sie eine Minderheit in der Gesellschaft sind, natürlich bei einigen Leuten verfangen wird. I don't want to live on this planet anymore. Und bevor ich jetzt gleich weiter das Video abspiele, ich will kurz was erklären, warum das Video hier zu diesem Thema jetzt erst kommt, nach 2 Wochen. Ja Leute, ich weiß, ich bin hier überhaupt nicht aktuell, was das hier angeht, aber es ist so, dass ich natürlich wieder angefangen habe, meine Videos im Voraus zu produzieren, im Falle von einer Sperre, falls mir irgendjemand einen Strike reindrückt. Und ich hätte natürlich dieses Video gegen das von letzter Woche tauschen können. Bloß hatte ich das Video von letzter Woche bereits einigen auf Discord versprochen und deswegen wollte ich es nicht mehr zurückziehen. Deswegen kommt halt jetzt das Video zu diesem Thema, zur Schließung der blauen Moschee und zu dem Verbot dieses Islamistenvereins, halt 2 Wochen verspätet. Entschuldigung dafür. Man hat den Iran, das Regime, das menschenverachtende Regime im Iran unterstützt. Man war antisemitisch unterwegs, all das war natürlich etwas, was man nicht akzeptieren konnte. Doch wie soll es jetzt mit der blauen Moschee weitergehen? Viele Muslime in Hamburg wünschen sich laut Schura eine Weiternutzung. Ja, ein Gebäude kann man vielseitig nutzen, oder? Wir wünschen als Schura Hamburg, dass
die Moschee nach ihrer Bestimmung auch weiterhin als Gebetsstätte genutzt werden soll und so schnell wie möglich. Je länger sie geschlossen bleibt, umso schwieriger ist das für die Muslime. Ja, ich gehe auch davon aus, dass es weiteren ähnlichen Zwecken dienen wird, dass es immer noch ein muslimischer Gebetsraum sein wird. Die werden da jetzt nicht einen Swingerclub drin aufmachen. Nicht nur aus Gründen der Stadtplanung. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie weit es von der Blauen Moschee zur Reeperbahn ist, aber ich glaube, das wäre nicht sinnvoll. Stadtbautechnisch. Und außerdem dürfen wir auch nicht vergessen, dass für die Leute von Generation Islam der Swingerclub, wenn dann erst im Jenseits kommt. Gerade solche Leute, die wir da in Hamburg gesehen haben und Leute, die halt islamistische Terroristen unterstützen, genau die halten ja nichts von der evolutionsbiologisch sinnvollen Alternative, so lange zu schnackseln, solange man noch lebt. Das wäre zwar im darwinistischen Sinne sinnvoll, aber Darwin ist Teufelswerk. Deswegen glauben diese Leute eher an ein Schnackseln nach dem Tod. Es ist bedauerlich, dass diese irrtümliche Prioritätensetzung trotzdem noch nicht zum biologischen Aussterben dieser Gruppe von Leuten geführt hat. Bullshit beiseite, nein, die werden bestimmt dieses Gebäude auch weiterhin als irgendeine Art Gebetsraum für Muslime nutzen. Es sieht äußerlich nach einer Moschee aus, es ist als eine geplant, da werden halt jetzt andere reinkommen. Die Hamburger Politik zeigt sich gesprächsbereit. Das Gebäude liegt ja jetzt im Eigentum des Bundes. Es wird jetzt erstmal darum gehen, dass es zurückfällt an die Freie und Hansestadt Hamburg. Es war nun ein Gebäude für religiöse Zwecke und ich denke mir auch, dass religiöse Zwecke auch weiterhin der primäre Gegenstand der Nutzung sein wird. Und was darüber hinaus möglich ist, das kann man dann in den nächsten Monaten sicherlich mit der iranischen Community auch hier in Hamburg beraten. Einen Monat hat das IZH jetzt Zeit, juristisch gegen das Verbot und die Beschlagnahmung der Iman Ali Moschee vorzugehen. Wie schon gesagt, davon gehe ich auch aus. Es wird nichts weiter passieren, als dass es jetzt einen Besitzerwechsel gibt letztlich. Okay, hoffentlich wird was passieren. Und diejenigen, die jetzt da drin beten, also zumindest die Organisation, die das da leitet, unterstützt keine Terroristen. Ob da nicht der ein oder andere Hassprediger dabei ist, da leg ich lieber mal jetzt nicht so meine Hand ins Feuer dafür. So, dann habe ich jetzt auch endlich mein Wort zu dieser Sache nachgeholt. Ich habe eigentlich vor 2 Wochen zumindest einen Community-Beitrag dazu geschrieben, um da zumindest aktuell zu sein. In diesem Beitrag bezog ich mich auch eben darauf, dass ich blöderweise gezwungen bin, jetzt Nancy Faeser vor den Angriffen von so Typen wie Aktuarium zu verteidigen und von anderer beleidigter Muslime. Aber was sein muss, muss sein. Nancy Faeser hat mal eine Sache richtig gemacht. Und mit diesen verblüffenden Worten verabschiede ich mich und wünsche ein schönes Wochenende. Wenn alle Stricke reißen, kann man sich immer noch steinigen lassen.